danke. Ich freue mich, Sie hier in unserem ehrwürdigen Etablissement empfangen zu dürfen. Sie sind wohl der Graf Cornelius Gideon Isaac Heinz Justus Balthasar Jürgen von Zehnsberg. Ja, genau. Das ist wohl die Gräfin. Ja, natürlich. Madame Cassandra Alexa. Ich heiße Sie willkommen. Und du bist der kleine Janosch Lysander, kleine Schlitzer, ne? Und die kleine Josephine Emilia. Na, wie geht's dir? Hm? Und das ist dann aller Wahrscheinlichkeit nach das Kamerateam, das die Grafschaft bei ihrer Reise begleitet. Herr Graf von Zehnsberg, ich vergaß mich vorzustellen. Mein Name ist Norman Bates. Herr Bates, Sie können mich Heinz Jürgen. Dann dürfen Sie selbstverständlich Norman sagen. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie und Ihre Familie in unserem Etablissement herumführen könnte. Gerne. Denn wir haben einige Sehenswürdigkeiten aufzuweisen. Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg. Dann folgen Sie mir bitte, da bin ich Ihnen. Übrigens, Heinz-Jürgen, heute Abend findet in unserem Foyer ein Pokerspiel statt. Im Pot sind 1 Million Dollar und ich würde mich freuen, wenn Sie heute Abend unsere Gäste sein würden. Natürlich, dann werden wir erscheinen. Wenn Sie Interesse haben. Gerne. So, Janosch, hier ist der Schlüssel und ihr beiden dürft euch ein Zimmer eurer Wahl aussuchen, ja? Danke schön. Bitte schön. Gut, Heinz-Jürgen, wir haben es heute Abend. Ja, bis dann noch. Janosch! Ich glaube, Norman Bates ist ein ganz gefürchteter Pokerspieler. In Fachkreisen auch Le Chiffre genannt. Le Chiffre, sagst du? Dann könnte es ein harter Gegner werden. Wir brauchen eine Strategie. Nehmt euch in Acht vor ihm, oder soll ich euch helfen bei dem Pokerspiel? Zuallererst sucht ihr beiden euch ein Zimmer. Dann kommen wir zurück und wir überlegen uns, was wir machen. Also könnt ihr euch ein Zimmer nochmal merken? Ich muss mir so viel merken! Jim. Dann lass uns gehen, Tauko. Komisches Zimmer. Mhm. Was ist das denn? Ist hier irgendwie ein Videorekorder oder sowas? Mhm. Naja. Ja, dann mach dich mal frisch. Ich guck mal, ob ich das irgendwie abspielen kann. Ist gut. Thank you.